Ich sitze am Esstisch von meinen Eltern. Sie haben uns heute zum Essen eingeladen und es gibt Rindsrouladen und Spätzle und Semignideln. Ich habe erst viel später zum Fleischessen aufgehört, nachdem ich den Vertrag mit ihm geschlossen habe. Habe ich es nicht mehr dürfen, nicht mehr können und auch nicht mehr wollen. Wir essen alle miteinander. War eh so selten in unserem Leben, dass wir beieinander gesessen sind beim Essen und sitzen um den großen Tisch um mich. Meine Schwester ist auch dabei. Ich habe meinen Kleinen auf dem Schoß und ich fühle ihn. Wir haben unser Gaudi und sind gut drauf und irgendwann einmal merke ich, dass mir mein Vater so von der Seite anschaut und es treffen sie unsere Blicke. Wir haben uns nicht auf den Daumen geschaut, mein Vater und ich, fällt mir gerade auf und... Aber in dem Moment habe ich sein ganzes Leben in ihm gesehen. Seine Entbehrungen und sein Hoffen, seine Ängste und seine Wünsche, seine ganze Traurigkeit habe ich gesehen und ich habe gewusst, dass er weiß, dass er noch einmal kommen muss, weil er nicht fertig machen kann. Er war 70 und hat keine Zeit mehr gehabt. Er wird nur einmal kommen müssen, weil ihm zu viel abgeht von dem Leben, was nicht bedeutet, dass er nichts gemacht hat. Ich habe gesehen, dass er erkannt hat, dass er ihm einfach abgeht, dass er da sitzt mit seinen Buben auf dem Schoß und nichts sagen muss zu einer, weil alles gesagt ist und weil alles passt. Mit einem kleinen Menschen reden und schmusen, mit ihm ins Bett gehen und sein Atmen hören und das Zucken spüren, wenn sich der Körper entspannt und das Schlafen anfängt. Ja, ich sehe in seinen Augen, dass er gern Kinder gehabt hätte. Das geht ihm alles ab und er wird nicht mehr die Zeit haben, dass er es nachholt. Hätte er sich einmal für uns eingesetzt, einmal auf unserer Seite sein, zuhören und glauben. Wir waren seine Kinder, aber wir waren im Krieg und das hätte ich jetzt bald vergessen. Wir waren im Krieg und die Fronten waren verteilt in Wohnzimmer, Küche, Bad, Hausgang, Kinderzimmer, Hof oder die nächste Nachbarschaft, Ortschaft. Und jeden Tag war die Front woanders und es ist bloß darum gegangen, dass du irgendwie rauskommst aus dem ganzen Scheißdreck. Ich war ein kleiner Bub und auch wenn ich es wollen hätte, ich hätte meinen Bruder damals nicht retten können. Ich war damit beschäftigt, dass ich rauskomme und habe früh genug erkannt, dass ich es mit Verdrängen nicht schaffe. Und so habe ich einen Traum angefangen zum Träumen, der mein Leben geworden ist und ich habe meine eigene Gerechtigkeit erfunden, die ich später mit dem Wort Respekt ausgedrückt habe. Respekt vor meinen Eltern, nicht weil es meine Eltern waren, sondern Menschen, Lebewesen, die in einer Zeit nicht anders sein haben können, so wie ich in meiner Zeit nicht anders bin. Der Respekt, dass ich gewusst habe, dass ich einer nichts schuldig bleibe und auch nichts zum Verdanken habe und das bisschen, was ich einer schuldig bin, das werde ich einer irgendwann zu gegebener Zeit zurückgeben. Ich werde mich um sie kümmern, wenn sie alt sind und sie brauchen nicht frieren. Es werde ihnen nichts fehlen, wenn sie alt sind und sie brauchen keine Angst haben und nicht hungern. Sie waren eine Zeit lang meine Eltern und sind später meine Kinder, so wie ich eine Zeit lang die Kinder von allen Menschen auf der Welt bin und alle Kinder auf der Welt meine Kinder sind. Respekt hat der Weg geheißen, den ich angefangen habe zum Gehen. Und Respekt hat der Traum geheißen, den ich angefangen habe zum Leben. Und wenn irgendwo einer im Krieg ist mit irgendwem auf dieser Welt, dann soll er Schluss machen damit. Und soll sich mit ihm versöhnen, sonst kann er ihr das Bewusstsein nicht zugestehen, das genauso denkt, genauso fühlt und genauso sieht wie mir. Respekt heißt nicht, dass man Mund halten muss und nicht Nein sagen darf. Heißt auch nicht, dass man stark sein muss und sich nicht wehren darf. Heißt nicht, dass man sich alles gefallen lassen muss und jeden Streit aus dem Weg geht. Streit ist nicht Krieg. In einem Streit, da gibt's keine Toten und Verletzten, die gibt's bloß in einem Krieg. Ja, so habe ich meinen Weg angefangen zum Gehen und ich bin irgendwann daheim ausgezogen, weil ich gemeint habe, dass dann der Krieg für mich vorbei ist, aber da habe ich mich sauber getäuscht. Überall war Krieg auf der Welt, nur eine neue Front ist dazugekommen und ich bin nicht verschont geblieben. Überall war Krieg auf der Welt und wie ich erkannt habe, dass das nicht mein eigener ist, sondern ein Weltkrieg, habe ich mir gedacht, ihr könnt mich doch alle am Arsch lecken und habe angefangen, dass ich auf dieser Welt lebe und habe meinen Traum Wirklichkeit werden lassen und bin gewachsen. Ich habe mir eine Freundlichkeit angewöhnt, die mich nie vergessen lassen hat, dass man immer nur, egal was gesagt worden ist, grüß Gott und auf Wiederschauen sagen können muss. Meine Sprache und mein Dialekt habe ich zu meiner Waffe gemacht und nicht einmal in meinem Leben bin ich gewalttätig geworden oder habe geschlagen. Meine Augen haben mich allweil davor beschützt, dass mir irgendwer zu nahe kommt und meine Stimme hat einen Ausdruck gekriegt, der nimmer zum Überhören war. Ich bin geworden, was ich allweil war und als was ich auf die Welt gekommen bin. Rasta. Ich hab gewusst, dass ich ewig leben werde und ewig bedeutet, dass ich fertig geworden bin. Ich möchte jetzt nicht jammern oder lamentieren, wie schwer das alles war. Es war überhaupt nicht schwer. Es war mein Weg und bloß ich hab auf ihm gehen können. Ich hab nicht auf eurem Weg gehen können. Ich habe eine Zeit lang nicht bei euch herlaufen können, bis eine Abzweigung gekommen ist und ich meinen Weg gefunden habe.
Hätte ich nicht erkannt, dass das mein Weg ist, dann war ich allweil nur bei euch. Aber gerade weil ich erkannt habe, dass ich an der Kreuzung von euch weg muss, bin ich Raster geworden und ewig und kann fertig machen. Nein, euer Weg war nicht mein Weg. Und so viel ihr bettelt habt, ich hab nicht bei euch bleiben können. Er war nicht mein Weg. Es war nicht mein Weg, alles haben wollen und neidisch sein, verbittert und bes, falsch und feig. Es war nicht mein Weg, dass ich Feinde hab und lieg, wie ein Dieb davor schleichen müssen in der Nacht und eine Freude drauf haben, wenn's andere schlechter geht wie mir. Nein, es war nicht mein Weg. Krieg war nicht mein Weg. Mein Weg war, da stehen können und nicht verstecken müssen. Mein Weg war, stolz sein dürfen und trotzdem nach einem Streit versöhnen können. Mein Weg war, lachen und Sonn und nicht die Dunkelheit und Angst. Mein Weg war, ein Tränen haben können, der jeder sehen hat dürfen, ohne Schammer und die in der Sonne trocknet sind, die für alle Menschen scheint, auf der ganzen Welt und das Wissen, das immer scheint, Nacht für Nacht. Und so ist aus uns ihr geworden und aus mir ist ich geworden. Ich und ich. Ja, allweil ich. Ja, allweil ich. Mein Weg war, dass ich erkannt hab, dass es einen Clown gibt, der mich nie vergessen lässt. Dass ich zwar einer von euch bin, aber der mich nicht zu einem von euch macht. Ich und ich. Ihr und ich. Gott und ich. Ja, allweil ich. Ich kehr nimmer zu euch. Nein, ich kehr nimmer zu denen von euch, die immer nur Kriege führen, foltern, morden und schlagen. Nein, ich kehr nimmer zu denen von euch, die nicht fertig machen können, weil sie selber nur einen haben, der schuld ist. Nein, zu denen will ich nimmer kehren, die Angst haben. Ohne Angst wäre ich leben auf dieser Welt, weil ich fertig sein möchte, wenn's vorbei ist. Und weil ich bis dahin im Frieden mit alle Lebewesen gelebt hab, die sich die Welt mit mir teilen haben müssen und ich mit ihnen. Im Frieden werde ich leben bis zu meinem Tag. Und ich werde nicht vergessen bis dahin, dass wir alle einen anderen Fingerabdruck haben und dass es nie zwei gleiche gibt. Im Frieden werde ich leben bis zum Schluss. Und bis zum Schluss werde ich von meiner Einzigartigkeit überzeugt sein und überzeugt davon, dass es eine Zukunft für uns nur durch Frieden gibt.